Hallo und herzlich willkommen zu einem Informationsvideo. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, was im Titel schon steht, also dieses Jahr kommen noch LPs wie Shadow of the Tomb Raider, das Spiel, was ich davon vorhabe. Die Spyro-Trilogie wird noch kommen, ein neuer Doom-Teil wird noch von mir kommen und eventuell ein Indie-Titel, den ich vorhabe. Und sonst im Moment allgemein kommt noch nichts Neues und deshalb habe ich im Moment mehr Bock, Sega-Games zu zocken mit euch. Und ich habe ja schon eins bereits aufgenommen, das ist Sonic & Knuckles. Und ich bin aktuell zur Zeit noch dabei, das nächste aufzunehmen im Moment. Wird auch ein kürzeres sein, verrate ich noch nicht an der Stelle. Aber so viel ist gesagt, es hat auch was mit Sonic zu tun. Und dass euch im Moment allgemein meine Spiele nicht gefallen. Gut, dass meine Auswahl vielleicht beschissen und scheiße ist, sehe ich ein, aber das ist mir auch irgendwo egal. Weil ich sehe es einfach so, solange ihr, sagen wir mal, nicht mehr genug Bewertungen für Pac-Man World da lässt, gibt es keine weiteren Parts. Und damit passt das. Also ganz ehrlich, da würde ich so, ist meine Vorstellung, 6 bis 9 Likes sehen. Dazu Kommentare, konstruktive Kommentare, auch Meinungen. Und mehr Abonnenten. Wenn ihr mich mehr abonniert, unterstützt, dann gibt es auch mehr Videos zu diesem Spiel. Ja, so läuft es. Und kann ich nur sagen, dass dieser Kanal, den habe ich gemacht im März 2018, ja. Das war genau im März. Und der lief anfangs gut. Mit, glaube ich, 30, 33 Abonnenten. Aber dann ist er rapide runtergesunken bis 16, ja. Denke ich mir, was ist los bei euch, Leute? Wollt ihr mich überhaupt nicht mehr sehen? Was ist bei euch falsch? Also, man kann sich doch wirklich mal für ein Video Zeit nehmen, das komplett schauen und nicht einfach disliken aus irgendwelchen Gründen, ja, die ich nicht nachvollziehen kann, wo ich mir denke, was ich falsch gemacht hätte. Und so eine Sachen, ja, also mal so ein Beispiel. Sonic Mania Plus, Part 2. 21 Dislikes, verstehe ich überhaupt nicht, kann ich null nachvollziehen, genauso wie Demo 1. Ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen, wo ich auch bis heute irgendwo mich noch frage, was soll das? Ja, und deswegen, nee, das will mir echt nicht in den Kopf gehen irgendwo. Ja, da kann man doch nicht einfach ein Video gucken, klickt weg, gefällt mir nicht, toll. Ja, da sollte man wirklich, bevor man eine Meinung schreibt, ja, die man vor allen Dingen auch richtig schreiben sollte und auch richtig formulieren sollte, ja. Und nicht so ein Quatsch zum Beispiel, mach mal richtige Videoqualität, mach das mal mit deinen Videos ordentlicher, gib dir mehr Mühe und ich empfehle, benutzt du mal Movie Maker oder was benutzt du für Aufnahmeprogramme, ja. Also Leute, das ist keine Kritik, kommt nicht mit so einem Scheiß. Also, nee, da habe ich echt kein Verständnis. Ja, da kann ich mal zum Beispiel nennen, wer das geschrieben hat, das war der brave Zocker oder so, der hat das mal geschrieben unter so einem Lemmings-Video beim ersten Part. Kann ich auch nicht nachvollziehen, wo man das dislike. Warum? Ja? Und das ist so ein Grund, wo ich mir denke, der Typ hat erstens keine Ahnung, wer ich bin, wie ich das aufnehme und was das für ein Haufen Arbeit ist, wie viel Liebe in dieser Arbeit steckt, wie viel Spaß mir das macht und wie viel Zeit man dafür braucht, um wirklich für dieses Hobby bei YouTube Zeit aufzunehmen, also halt zeitaufwendiger zu haben. Ich muss nebenbei arbeiten und da ist es schwierig, das zu managen zwischendurch. Und da muss man auch so überlegen, was kannst du den Leuten jetzt zeigen, was begeistert den Leuten, was wollen sie sehen? Ja, also ich muss da auch mal selber ein bisschen überlegen, was kann man noch am besten machen aus diesem Kanal. Ich gebe mir da so viel Mühe, ich stecke da so viel Arbeit drin, aber die wird null gewürdigt, da wird null mal drauf eingegangen, schon das eine, und null Kommentare, ja, wo man vor allen Dingen noch nicht mal eine richtige Meinung hat und nicht mal konstruktive Kritik da lässt, vor allem das nicht richtig formuliert, das kotzt mich am allermeisten an. Da denke ich mir so bei manchen Leuten, ja, warum gibt es da so Idioten auf der Welt,
sorry, dass ich das sage, die nicht richtig Sätze formulieren können. Ja, das finde ich absolut das Letzte, ist meine Sicht der Weise. Und ja, ich mache das nur aus Hobbygründen, weil ein YouTuber mich wirklich dazu inspiriert hat. Das war der Zugzui, das habe ich so oft erzählt. Das hat dann angefangen, 2009, habe ich das Let's Play dazu geguckt und ich war sofort begeistert. Vor allem die Stimme, der Humor, es hat mich total zum Lachen gebracht. Ab da habe ich mir vorgestellt, das mal selber zu machen, selber Spiele zu zeigen, die ich aus meiner Kindheit kenne, die ich euch zeigen möchte. Und natürlich wollt ihr auch neue Spiele sehen, gut, verstehe ich. So wie hier Fortnite, habe ich einfach null Lust zu, bin ich auch so, und es reizt mich nicht, es foppt mich auch nicht und es juckt mich kaum, das Spiel. Das ist so. Da bin ich halt dieser Meinung, ist zwar sehr schade, aber es ist nur meine Meinung. Und wenn ich irgendwas in einem Video sage, dann ist es meine Meinung. Man muss nicht meine Meinung sein, ja, aber dann muss man nicht so einen Schwachsinn schreiben, den ich als Beispiel genannt habe, ja. Und wenn ich mal erwähne, in einem Beginn der Aufnahme des Let's Plays, ja, unterstützt diesen YouTube-Kanal, wäre schön, wenn mehr Abos da ist. Oder halt auch, wenn ich sage, schaut mein Longplay-Kanal vorbei, ja, oder meine Google Plus-Seite, gut. Das sind alles, sagen wir mal, das ist ein bisschen Eigenwerbung erstmal am Anfang. Und dann beginne ich richtig mit dem Spiel. Wenn man das soweit verstehen kann, soweit folgen kann, wie ich sage. Und ja, haben mich auch welche gefragt, was ich aufnehme oder welchen PC ich benutze. Gut, kann ich sagen. Ich nehme mit einem Programm namens Lolly Game Recorder auf. Das ist ein Aufnahmeprogramm, was von 1044p bis 1080p aufzunehmen ist in Full HD. Und da kann ich von 24 Frames bis 60 Frames pro Sekunde aufnehmen. Heißt super flüssig. Und ja, das benutze ich. Und mein zweites Aufnahmeprogramm, das ist auf der PlayStation 4. Ja, da benutze ich das Aufnahmeprogramm, um zumindest PlayStation 4 Spiele aufzuzeichnen. Da drücke ich auf dem Controller oben links in der Ecke zweimal die Shift-Player-Taste, wenn ich im Spiel bin. Dann kann ich das Spiel aufzeichnen. Dann mache ich ein paar Minuten was, noch so 10, 12 Minuten. Und dann drücke ich zweimal nochmal die Taste. Und dann stecke ich meine externe Festplatte an die PlayStation an. Und dann kommt dann natürlich, ja, wo man nicht erkannt, kann ich aber trotzdem darauf kopieren. Und dadurch kann ich PS4-Videos aufzeichnen. Soviel zum Aufnahmetechnischen. Dann zu den Bearbeitungssachen. Da benutze ich Audacity für meine Stimme. Dann entferne ich das Rauschen, mache meine Stimme sympathischer, bisschen HD-mäßiger, dass sie so klingt, soll auch so klingen. Und mein Renderprogramm ist Avidamox. Das ist ein Renderprogramm, da kann man, sagen wir mal, AVI-Container bis MP4-Container auswählen. Da kann man PCM-Qualität minus MP3 auswählen oder bis AAC. Und dann kann man auch die schwarzen Balken auch wegrendern. Das kann ich auch damit. Und dann brauche ich nur noch einfach rendern lassen. Und zusätzlich benutze ich noch Format Factory. Das ist ein Programm, womit man halt die Dateien noch ein bisschen verschärfen kann. Dass sie halt nur ein bisschen exzellenter sind. Das mache ich damit. Dann, sagen wir mal, meine Thumbnail-Programme. Da benutze ich GIMP. Das ist ein Bilderprogramm, womit ich meine Thumbnails kreiere und euch die so zeige, wie sie sind. Ja. So viel dazu zu dem Ganzen. Und allgemein läuft dieser Kanal sehr schlecht, was sehr schade ist, aber das macht nichts. Ich mache den trotzdem weiter und deswegen, ja, hatte ich das vor. Dann jetzt noch eine kleine Info. Ich werde dieses Jahr sogar noch ankündigen, dass ich im Jahr 2019 einen Livestream machen möchte. Let's Play Togethers möchte ich machen. Da suche ich immer noch Leute für, die dazu Lust haben, sich das bereit erklären, das machen zu wollen. Dann mache ich es auch. Und ja, ich werde es mir noch überlegen, ob ich es mit Facecam mache oder ohne. Aber eigentlich mache ich es mit ohne. Ich will mich nicht mit Facecam zeigen.
falls irgendwer das fragen sollte. Ja. Dann habt ihr noch irgendwelche Anregungen, Anmerkungen, konstruktive Kritik? Schreibt es in die Kommentare. Genauso wie habt ihr noch irgendwelche Let's Play Wünsche? Auch in die Kommentare damit. Ansonsten, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt Infos geben, die euch geholfen haben. Und ja, eine Sache noch. Ich benutze PlayStation 4 Konsole, Emulatoren. Emulatoren kriegt man bei Coolrom her, bei Emo Paradise. Und die BIOS, die müsst ihr selber googeln. Da kann ich euch jetzt nicht unbedingt helfen. Ansonsten, danke fürs Zuhören und fürs Ansehen für dieses Video hier. Würde mich über ein Like freuen. Und ja, bis zum nächsten Info-Video. Haut rein, ciao.